Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Wenn wir kilometertiefe Löcher bohren, kann es natürlich immer mal passieren, dass uns der Bohrstrang abbricht. Das ist ein großes Problem. Wie sollen wir denn diesen Bohrstrang da wieder rauskriegen? Und wenn irgendwas im Bohrloch stecken bleibt, wenn wir irgendwas verloren haben, dann sprechen die Leute davon, dass wir einen Fisch im Bohrloch haben. Ein Fisch. Tja. Und um so einen Fisch wieder rauszuangeln, gibt es spezielle Servicefirmen, die das ziemlich gut können. Zunächst einmal müssen die dann rauskriegen, wie sieht denn der Fisch überhaupt aus, das obere Ende. Oft kann man dann Konstruktionszeichnungen angucken oder man guckt das Ende des Bohrstrangs an, was man rausgekriegt hat und versucht zu rekonstruieren, was da unten dann drin steckt. Aber manchmal fällt einem einfach unbeabsichtigt irgendwas ins Bohrloch rein, vielleicht fällt eine Meißelrolle ab oder es ist irgendein Schrottteil unten im Bohrloch, von dem man gar keine Vorstellung hat, wie das aussehen könnte. Und da hilft es dann manchmal schon, dass man mit so einem Bleiklotz runter ins Bohrloch fährt. Und dieser Bleiklotz, der wird auf den Fisch draufgedrückt. Und wenn man den dann wieder ausbaut, dann hat man ein Abbild des Fisches zur Hand und kann dann entscheiden, mit welcher Angel man am besten da dran geht, um den wieder rauszukriegen. Im besten Fall hat man einen Fisch, der ein Gewinde nach oben hat, was noch intakt ist. Dann kann man nämlich versuchen, mit einem entsprechenden Gegengewinde auf diesen Fisch vorsichtig draufzufahren und den Fisch wieder anzuschrauben und auf die Art und Weise nach oben zu ziehen. Oft ist es aber der Fall, dass das Gewinde in einem schlechten Zustand ist, beschädigt in irgendeiner Art und Weise. Aber da kann man dann mit so einer Art Gewindeschneider drüber fahren und versuchen, sich auf das kaputte Gewinde trotzdem wieder draufzuschrauben und den Fisch so zu bergen. Manchmal ist aber gar kein Gewinde zugänglich und dann muss man sich überlegen, was können wir denn sonst machen? Erstmal muss man überlegen, ob überhaupt das obere Ende des Fisches zugänglich ist. Ist das frei? Wenn nicht, kann man mit so einer Art Kernbohrgarnitur ins Bohrloch reinfahren und den Fanghals, also das obere Ende des Fisches, erstmal freilegen. Und manchmal ist dieser obere Fisch, also das obere Ende des Fisches, auch total ausgefranst und kaputt. Und dann könnte man eventuell mit so einer Dressingmill, das ist eine Art Fräser, runterfahren und erstmal das obere Ende glatt machen, damit man es irgendwie greifen kann. Und zum Greifen gibt es verschiedene Spezialwerkzeuge, die Fishing-Firma mitbringen. Das gebräuchlichste Werkzeug, um so einen Fisch zu fangen, ist ein Overshot, den wir hier sehen. Der Overshot greift auf dem Außendurchmesser, er schraubt sich sozusagen, dreht sich so über den Außendurchmesser drauf und in seinem Inneren befinden sich noch Federn, die sich dann festziehen und auf die Art und Weise kann man den Fisch dann nach oben ziehen. Wenn der Außendurchmesser nicht zugänglich ist, gibt es auch Speere, mit denen kann man versuchen, den Fisch auf dem Innendurchmesser zu greifen. Das geht zur Not auch, aber da hat man natürlich längst nicht so viel Kraft, das ist schon alles ein bisschen schwieriger. Ja, und wenn man überhaupt nicht das Ding greifen kann, weder auf dem Innendurchmesser noch auf dem Außendurchmesser, weil es vielleicht einfach sich bei dem Fisch um kleine Stahlkugeln oder Schrottteile oder sonst was handelt, dann kann man versuchen, diese Teile entweder aufzuwirbeln mit Spülung und die alle in einem Junkbasket einzusammeln. Das ist so eine Art Mülleimer, den man am Bohrstrang runterfährt und wo dann die Schrottteile reinfallen sollen. Oder man fährt mit Magneten ins Bohrloch und hofft, dass der Schrott an den Magneten hängen bleibt. Und die muss man dann eben entsprechend vorsichtig nach oben ziehen. Ganz besonders schwierig ist es, Kabel und Drähte und solche Sachen aus dem Bohrloch zu angeln. Aber auch dafür haben sich die Fishing-Spezialisten spezielle Werkzeuge ausgedacht, mit denen man dann vorsichtig in dem Kabelsalat rumrührt und hofft, dass irgendwas dranhängen bleibt. Ja, und beim Fishing im Bohrloch ist es genauso wie beim Fishing an einem See oder Fluss. Es gehört viel Erfahrung dazu, viel Geduld und auch eine ganze Menge Glück. Und wer noch mehr über Fishing wissen will, der kommt in unsere Vorlesung Tiefbohrtechnik 2 hier nach Freiberg. Wir freuen uns auf euch. Glück auf!